Hallo, Utahbis. Wir sind wieder da. Image as Design Plastic Surgery Associates. Wir werden unseren Charakter umgestalten und das geht die ganze Folge so. Wen das nicht interessiert, der schaut halt nächste Woche bei was anderem rein. Aber ich finde das nicht ganz uninteressant hier. So. Ja klar, die 500 haben wir noch. Und die hätte ich jetzt jemanden getötet, schnell. So. Körper. Fangen wir mit dem Geschlecht an. Wir machen eine Geschlechtsumwandlung. Bau! Ja, voll ja. Sieht noch ein bisschen nach. Wunder, dass sie nur Geräusche macht. So, ethnische Zugehörigkeit. Sag mal, wie sehr man. Ja, ich habe ja doch gar nichts ausgewählt. Das ist. Sieht noch nicht aus. Nächste, asiatisch. Ja, komm, wir testen jetzt mal alle aus hier. Ich finde das cool. Latino, ja komm, eigentlich ja Latina, wenn schon bei Frauen, aber gut. Hola, hombre. Hola, papi. Mio, das ist der Kanzler. Hellhäutig. Also, das hätte er auch mit Kaukasisch übersetzen können. Okay. Alter. Alter, wie alt bin ich denn? Ich bin irgendwo in dem Bereich, oder? Ach so, ich bin eine Frau, dann bin ich jetzt automatisch 5 Jahre jünger, oder? 110. Ich bin 0. 0 ist gut. Nein. Eine Frau darf aufhalten haben. Ich finde ja sowieso diesen Schönheitswahn viel zu übertrieben. So, sag mal hier. Oh mein Gott. Guck mal, ich soll das auch mal so. Naja. Wirkt irgendwie übertrieben, das Ganze. Sag mal. Habe ich die jetzt auf 27 oder auf 72 gestellt, hier altersmäßig? Geht schon so. Ich glaube, am Alter müssen wir doch nochmal drehen. Da ist irgendwas fiktiv hier. 27 siehst du doch nicht aus, wie als ob du tot wärst. Was soll das? Haut! Wow! Sowas will ich im Bett nicht neben mir liegen haben. Nur damit wir uns da richtig verstehen. And the Oscar goes to... Hallo, ich bin Oscar. Was ist los? Oh Gott, das wird die lächerlichste Folge ever. Ah, ich werde ganz rot. Was? Ja, ich stehe auf Schokolade. Ich bin zart bitter. Blöde Sprüche, ich weiß. Nee, ich glaube, das wird so nichts. Ich zoom ran und die zeigen mir den... Naja, okay, mein Ding. Sieht irgendwie unnatürlich aus. Machen wir so. Die hübsche werde ich jetzt nicht nachbauen. Ist das euer Ernst? Machen wir ganz bewusst ein Zeichen setzen? Ja, dann würden wir das Ganze aufpumpen. Machen wir eiskalt. Ganz bewusst, weil ich weiß, dass es viele von euch gibt, die sich genau das Gegenteil wünschen. Merkmale. Blaues Auge rechts, weder noch. Wer Frauen schlägt, kriegt einer auf die Fresse. Punkt. Nee, das lassen wir mal lieber. Oder noch Merkmale, was gibt's noch? Ein Grübchen? Ist ja nicht zu sehen. Sollten wir vielleicht erstmal kurz. Zeug. Haare. Ja, Haare, Kopf. Was meint ihr, von welchen Haaren ich jetzt hier? Ich will es lieber nicht wissen. Brigitte Nielsen, nur noch die Perücke auf, oder? So. Merkmale. Grübchen. Ne, das sieht ja fürchterlich aus. Sommersprossen. Sommersprossen, nicht Pocken! Obwohl, warum nicht? Tiefe Pocken haben. Ja, ich, naja, nee, finde ich jetzt eher nicht so. Eher nicht, nee. Leberfleck? Zum hier billigen französischen Film oder was? Also da unten sehe ich ja nur wirklich bescheuert aus, oder? Bin ich der Einzige, der da so... Nein, es war ein Spaß. Ich meine das nicht ernst. Frauen, ihr müsst nicht schön aussehen oder sonst was. Gibt an jeder Frau was Schönes zu finden, man muss nur lange genug suchen. Okay, bei manchen dauert es vielleicht, aber... Ist nicht wie bei der Hübschen, wo man hinguckt und... Boom! Man ist sprachlos. Kopfdeckenbreite, ihr Zorn. Da. Gott, ich bin ein Basketballspieler, oder? Passt.
Stimmt, Augenbrauen, naja. Ach, das können wir alles standardmäßig lassen, würde ich sagen. Gewiss. Geht schon. Finde ich Augen. Wow! Wow! Na, lassen wir das. So, mal nehmen. Augenfarbe wäre wichtig. Kurz Bild. Na. Cool. Es ist nicht ansteckend. Kein bisschen. Nehmen wir die. Hell kommt immer gut. Vermute ich mal. Natürlich weiblich, natürlich männlich. Nee, danke. What the hell? Was macht ihr aus meinem Gesicht hier? Böse Genie. Cro-Magnon sagen wir heute nicht. Das sieht wirklich noch am besten aus. Und gleich mal färben hier. Achso, Haarfarben müssen wir. Dann nehmen wir das hier. Also ich habe unter Körperbehaarung. Naja, gut. Oh mein Gott! Nee. Nee, keine Anime, irgendwas. Was zum. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich zuletzt in Kingdoms of Amalur aussah. Also ich saniere. Na, doppelt, was ist das hier? Das hätte irgendwie was, oder? Ich meine, es sieht übertrieben aus und welche Frau will sich diesen Aufwand machen, aber hey. Cool. Das sieht typisch. Ne, ehrlich, ich finde das irgendwie. Gut, was weiß ich schon von Haaren, aber. Nee. Das würde schon eher gehen. Andererseits, wenn ich so lange Haare habe, warum. Nee, das ist sowieso. Wenn ich so lange Haare habe, warum wickel ich mir die zu irgendeinem. Da kann ich auch stattdessen kurze Haare tragen. Und mir dann da hinten was dranhängen oder so. Das ist doch bescheuert, weil. Oder? Na gut, der Effekt von Haaren, Wallenden und so. Aber das lohnt sich doch erst, wenn man den Zopf abmacht und die Haare sich ausbaut und. Okay, vielleicht ist da mein Denken jetzt schon mal gerade irgendwie abhanden gekommen an der Stelle. What the hell? Geteilt davor. Okay, keine Ahnung, fragen. Ich meine, in gewisser Weise hat das was, ne? Ich baue hier nicht die Hübsche nach, kommt gar nicht in Frage. Kriege ich sowieso nicht hin. Die kann sich selbst bauen. Danke. Cool. Klassisch? Ich glaube, das ist nicht klassisch, das ist behämmert. Ich sehe immer noch aus, als wäre ich Ende 40. Kurze Irokese bei einer Frau. Das ist natürlich auch meistens ziemlich bescheuert. Das hat ja sogar fast was. Fehlen aber die Spitzen auch noch. Nee, ich glaube eher nicht. Also sowas landet nicht in meinem Bett. Das schläft auf der Couch, nur damit uns da. Gott im Himmel, tötet das mit Feuer! Das ist so bescheuert, was? Das könnte man aber auch eine Frau nehmen. Ondulierwelle. Das sind Begriffe, die will ich gar nicht erst googeln. Oh
Pony, ja, genau. So bescheuert, das kann sogar eine Frau tragen. Hey, yo. Ist da was? Ich bin. Ja, warum eigentlich nicht? Schmalzfrisur. Saints Rose. Yo. Igitt. Das ist so primitiv und einfach, dass es schon wieder gut ist. Sci-Fi? Nee. Nein. Auf keinen Fall. Nur über meine Leiche. Niemals. Hey, ich bin der Justin. Ich glaube, der läuft doch in seiner Freizeit. Nein, ich habe keine Ahnung, was der in seiner Freizeit macht. Hilfe, ich ertrinke. Nee. Für einen Moment musste ich gerade denken, der Paul. Oder? Züchtig und lang. Hör mal, was wollten wir mit da? Okay, wir nehmen züchtig und lang. Jetzt noch eine passende Haarfarbe. Ekelt. Wieso immer Haare färben? Das sind Frauen. Ihr habt natürlich Haare. Warum lasst ihr die nicht einfach so, wie sie sind? Ekelt, blond. Wer steht noch blonde Frauen? Das ist doch schade. Hab ich nie gesagt. So, werden wir es schon immer treiben, oder? Aber dunkel. Dunkel ist klassisch so. Zurück. So, die restliche Körperbehaarung kann ich also nicht auswählen. Ich verstehe, ihr wollt also mich ausschließen. Make-up. Sag mal her. Selbstverständlich brauchen wir Make-up. Sieht einer einen Unterschied? Möge er Bescheid sagen? Jetzt muss ich erstmal überhaupt irgendwas auswählen, nämlich hier mal eine Farbe ab. Danke. So, und jetzt erstmal übernehmen und dann können wir nochmal. Weil ich will auch was sehen hier von. Gott, das hat was. Auf keinen Fall. Hoch oder runter und schon sieht es völlig anders aus. Ich bin beeindruckt. Ganz dezent. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, also fragt mich bitte nicht. Zurück. Wangen. Brauchen wir Lipgloss? Nee. Lippenstift. Kann ich gleich gar nicht ausstehen, sowas. Ist das Ebola, was die hat, oder? Rot ist klassisch, oder? Wollen wir klassisch sein? Gibt's blau? Gibt es. Cool. Dann Giftgrün. Hat ja schon was für sich. Oh mein Gott, nein. Auf keinen Fall. Dann lieber so rum. Kann ich da die Stufe? Nein, kann ich nicht. Danke. Dann lieber nichts. Ganzes Gesicht, alles abgedeckt, sag mal. Mhm. Das erinnert mich irgendwie ans gute alte Wrestling. Es gibt ja Leute, die finden sowas aufregend. Ich denke eher, oh mein Gott. Quantums Papiertüte mal ausleihen. Nee. Sorry, also ich habe keine Ahnung, wer auf sowas steht, aber da ist das ja noch aufregender. Cool. So. Blessurm. Blut verschmiert. Hm. Ist vielleicht etwas übertrieben, findet ihr nicht? Ja, das ist wieder hochdetailliert hier, oder was? Ich fasse es nicht. Hey, Wangenpflaster. Wie kommt's denn? Pickel ausgedrückt. Sag mal her. Markierte Nägel, selbstverständlich. Das machen alle Frauen. Ständig, ohne um die Uhr. Aus welchen Gründen auch immer hell. Irgendwas möglichst Auffälliges. Dankeschön. As a country, we have a lot of work to do. We say American. As a nation, there are many issues that we need to address. My fellow Americans. Hey, how are you doing? Also aus irgendeinem Grund stehe ich auf Frauen mit einer sinnlicheren Stimme. Das ist automatisch bei mir assoziiert dunkel. As a country, we have a lot of. I know my minister. Some of you may be asking. Nee, das klingt quietschig. Nehmen wir das. Something dangerous.
something dangerous is happening in America. Nehmen wir das. Nice looking, nice day. Yeah! Du bist eine Rolle, ich mach sowieso nie zurück. Oh, Sportgott, das klingt gerade hier. What's the matter, huh, bitch? Das bleibt, wie es ist. What's the matter, bitch? Ja, das klingt doch gut, würde ich sagen. Ja, selbstverständlich doch. So, wie sehe ich mit meinem neuen Outfit aus? Ja, ich glaube, wir gehen erstmal shoppen, oder? Was meint ihr dazu, Utabis? Erstmal gegen die Tür rein, das ist immer gut. Das kann ich. Aha, Karte. Shoppen! Shopping! Mac-Anzug-Vandalismus. Das klingt natürlich verführerisch, gebe ich zu. Aber jetzt nicht. Hier ist noch was. Planet Sin. Gibt es immer was anderes als Planet Sin oder so? Friendly Fire. Unbekannt Geschäft. Dann gehen wir es mal rein. Sie läuft auf jeden Fall gleich viel attraktiver, oder? What's the matter, huh, bitch? Ich finde das klasse. Looking good. Genau, sprich dir nur selbst es zu. Wenn ich mich selbst überzeugen kann, bin ich gut. Wow, ich brauche dringend einen Rock, fällt mir gerade so auf. Was? Ich finde die Stimme jetzt schon klasse. Wir bleiben ein weiblicher Charakter. Also für die Time Being, ne? Puff. Bauchtanzdosen. Titel der Folge wollte ich. Und ihr haltet eine Geschlechtsumwandlung für abnormal. Guckt euch das hier mal an, was hier rumläuft. Gibt's eindeutig viel Schlimmeres. Bin ich jetzt blind oder blöd? Dankeschön. Tja, ihr Leute, lasst euch sagen, ich bin zum Shoppen gekommen. Kleiderschrank, was gibt's denn so? Achso, das hatten wir schon. Nee, das Anzüge. Wow. Das bestimmt doch gleich, welchen Charakter wir von dieser Frau vermuten, oder? Wenn wir das sehen, denken wir doch gleich, das ist bestimmt eine eifrige Bibliothekarin. Und wenn ich so eine Frau in so einem Outfit sehe, denke ich, das ist ein Mann. Sorry, aber... wenn ich so eine Frau sehe, denke ich, hallo, hübsches. Gott, sieht die in einem Handtuch heiß aus, die hübsche. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Ich würde ja ein Bild hier einblenden, aber nee, mache ich natürlich nicht. Geht. Raumanzug, sexy Raumanzug. Interessant. Interessant. Holzfetz. Bordsteinschmeide. Ich glaube eher nicht. Das sieht aus, als ob ich lange rote aufgesetzte Haare hätte und der Ehemann Al heißt. Beiß dir in den Nacken. Was ist los, Gangsterbraut, die Figur hier? Habt ihr was gemerkt? Das wackelt gar nicht mehr so wie früher. Tja. Man kann nicht alles haben, was? Nee. Um Gottes Willen. Jo, das macht natürlich was her hier. Auch unauffällig auf den Stopp. Gottes Willen. You can see me? You can... Nee, das machen wir nicht. Nein. Gott, das ist eins schlimmer als das andere. Da müssen wir wohl doch selber was raussuchen. Fangen wir primär an. Unterwäsche.
Ich finde, wir sollten dann lieber. Das finde ich sowieso mal. Also, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder will ich die Frau in Unterwäsche sehen, dann muss das passen. Oder ich will ihr sowieso die Unterwäsche vom Leib reißen. Obwohl der Effekt, wenn Frauen sich selber ausziehen, auch nicht schlecht ist. Was? Habe ich nicht gesagt. Nehmen wir so, macht mehr. Farblich habe ich keinen Geschmack, muss ich euch gleich sagen. Nehmen wir sowas hier. Hell, dunkel. Auffallen-Effekt. Nein, auffallen soll der Hintern und nicht die Kleidung. Was soll der Quatsch? Um Gottes Willen, nehmen wir. Unter keine, okay. Ich glaube eher ne. Hatten wir das nicht vorhin schon mal? Geht. Immer. Wir gucken mal noch, was es noch gibt, aber geht sich aus wie ein Handtuch. Zeig mal den reifigen Rock. Finde ich das nicht ein bisschen sehr lässig? Andererseits hat das was. Reiterhose. Die Frau hat auf mir zu reiten, wenn überhaupt in ihrem Pferd. Was? Wurstpelle, klingt gut. Ey, ehrlich, egal ob eine Frau viel oder wenig Hintern hat, also wenn es jetzt nicht gerade hübsch ist, finde ich das scheiße. Aus irgendeinem Grund kann die Hübsche alles tragen, es wird immer gut sein. Ich kann mir da auch nicht selber, nehmen wir einen Lessing-Rock. Meine Meinung geändert. Es ist kein Lackrock, was? So. Rucksack mal hin. Gehen wir zum Wesentlichen. Wow, riesige Auswahl. Hier steht EP plus 3, das wird schon irgendwas bringen. Farbe ist mir völlig egal, den reiße ich eh vom Leib, was? So. Wie geht? Naja. Nein. Folge geht schon wieder viel zu lange. What the hell? So, überhaupt nicht so hinleitendes Zeichen, so. Also, ist so bescheuert, dass auch wirkt. Hey, ich komme vom Biker-Treffen, was ist ein Problem? Was? Liebe Frauen, vielleicht nicht der einzige Kerl auf Erden, aber so interessant finde ich das gar nicht, wenn die Unterwäsche bei sowas rausblitzt. Das sieht eigentlich für mich ziemlich bescheuert aus, muss ich sagen. Aber hey, was weiß ich schon. Von Kleidung. Was zum Geier. Trägst du darunter Unterwäsche? Nein. Kannst du es mir beweisen? Ja, komm mit. Nächstes Mal ein bisschen zu blöd, zu viel. Overdressed, overkilled, wenn du weißt, was ich meine. Nachtclub-Shirt, nicht Lover. Hey, yo. Can fight like a day, was? Dressing mit Exzellen, das nächste Mal. Geht's nur mir so, oder? Stimmt irgendwas nicht? Ich finde das bescheuert. Sorry. Kann ich nicht. Anders. Das geht so, obwohl die Schuhe natürlich überdimensioniert sind an der Stelle. Enger Kragen. Das hat aber irgendwie was Gemütliches, muss ich sagen. Das sieht wieder aus wie, warte, ich gehe zum Arzt ins Wartezimmer. Oder das ist, was beim Arzt auf der anderen Seite vom Tresen steht. Wollen wir Haut zeigen, YouTubers? Was meint ihr? Nehmen wir die Arztvariante? Klar. Oder ändern wir noch die Farbe? So, auf was steht die Hübsche? So eine Farbtöne? Zu dunkel? Zu hell? Zu dunkel. Sie trägt es ja eher in dem Dunkel, das ist... Machen wir ein bisschen heller. Würde ihr stehen. So. Kaufen.
Kette noch? Nee. Stört eh bloß. Ist im Weg. Um Gottes Willen, zurück. Zurück. So, machen wir noch. Gut, komm, ne? Hey, yo. Das sieht nun wirklich aus wie Nate. Weiter geht's. Keine Brillen. Ich wüsste heute gar nicht mal schlecht, ne? Hässliche Sonnenbrille. Ich komme gerade aus dem Kino. Hipster. Ne, dann lieber die Gesichtszüge in den Sequenzen. Diese Dosen sind wirklich überall. Gibt schöne Spielsachen, nehme ich an. So, jetzt gehen wir mal kurz raus. Liegt ein Penner auf der Bank. Mal gucken, wie sich aus. Macht doch richtig was her. Au. Ach, na eben. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Au. Yay! Ich muss die Kamera dann jedes Mal machen. So, kommt uns was entgegen? Nein? Dann würde ich sagen, war's das. Stopp. Und wir machen hier eine Pause. Bis dahin. Xen! Out.